Sir, Captain Grinch hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was meinen Sie, Colonel? Sollen wir unsere ursprüngliche Mission abbrechen? Hallo Leute, ich erkläre das hier gleich. Ich sage, ja, wir brechen unsere Mission ab. Was machen wir, Sir? Sind die Einsatzziele aufgehoben? Jawohl. Ich kann den Jungen nicht sterben lassen, wir holen ihn. Okay. Wie? Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Alles klar, Sosa. Wie ihr seht, habe ich ein ganzes Stück zurücksetzen müssen, seit ich das letzte Mal abgebrochen habe. Und ich habe mich entschieden, diesen Teil nochmal zu spielen, damit wir auch sehen, wie es aussieht, wenn wir hoffentlich Cat Scratch retten können. Fliegen wir zur Rettung von Cat Scratch. Wenn ihr Jungs ein paar von denen unschädlich macht, kann ich aufsteigen. Wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Der Feind wird dann den Satelliten nie zurückbekommen. Gute Idee. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Und wir auch. Ja, Entschuldigung, Panther. Entschuldigung. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier bei mit Maniac auf dieser Mission. Diesmal bin ich mit Panther unterwegs. Du schlägst mir immer die witzigsten vor. Die immer gleich 5000 entfernt sind. Statt die gleich in meiner Nähe. Thunderbolt. Na komm schon, Thunderbolt. Wir sind beide nicht so gelenkig, gell? Jawoll. Longbow. Ich fliege, mein Cat Scratch, ich fliege. Oh, der will den einsammeln. Los, greif an. Panther, greif an. Jawohl. Mach ihn alle. Oh, ich bin zu langsam. Oh, mein Nachbar, der geht nicht mehr. Gut. Und ich bremse. Bist du jetzt ausgestiegen? Nein, ach, das ist Panther. Da ist er. Okay. Lock. Und Just Cat Scratch. Den Satellit kriegen sie nicht mehr. So, und ich muss jetzt wahrscheinlich Cat Scratch einsammeln, oder? Ist er das? Oh ja, das ist er bestimmt. Jetzt habe ich wieder das Thema mit dem... dass ich jetzt nicht sehe, wo er ist. Okay, Cat Scratch, ich fliege wieder mal ganz nah an mein Ziel hin. Oh, da ist er. Nee, das ist Panther. Da ist Cat Scratch. Aber ich kann dich nicht anvisieren. Also ich kann dich nicht locken, mich als Ziel anvisieren. Ganz sachte. Denn ich will ganz ehrlich mir dieses traurige Gesicht von Sosa sparen. Die Arme. Wo ist er denn? Wo ist er, Cat Scratch? Wo bist du? Ich sehe dich leider nicht. Ja, Leute, es ist wieder mal ein Gefummel. Ihr kennt das ja schon. Aber irgendwann werde ich ihn schon per Zufall ins Visier bekommen. Weil ganz ehrlich nachvollziehen kann ich das nicht, wie das genau funktioniert. Bin einfach nicht begabt für diese Art von da ist er. Nein, die Richtung? Nein, nicht ganz. Das war die falsche Richtung. Jetzt da.
habe ich dich, Cat Scratch. Ja, ich hoffe, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist, weil damit werden wir jetzt dann leben müssen. Und Sosa wird mit Cat Scratch leben müssen. So ist es. Und ich hoffe, die beiden können das dann auch. Und ich hoffe, Cat Scratch hat seine Lektion gelernt. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Sir, und vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde Ihnen ewig danken. Na, das ist doch mal was, oder? Also dafür hat sich dieser Rücksetzer jetzt gelohnt, würde ich mal sagen. Dafür machen wir das dann alles recht schnell. Oh, eine andere Zwischensequenz? Ach ja. Cat Scratch, oder? Hey, ich muss mit dir reden. Komm endlich her, was habe ich gesagt? Was genau sagte ich dir, als du... Es tut mir sehr leid, Sir. Ich möchte wissen, wie sie in diese Zwangslage geraten konnten. Das sollte nur ein Routineflug werden. Ich hab's gut gemeint. Ich hab die Raketen abgefeuert, genau wie es mir Maniac sagte, aber plötzlich ist dann alles schiefgelaufen, Sir. Hä? Ich hätte es wissen müssen. Wenn ich nochmal höre, dass Sie solche Ratschläge erteilen, male ich Ihnen eine Zielscheibe auf den Rücken und erkläre die Schonzeit für beendet. Ich sagte nie, dass er das tun soll. Das ist alles ein Irrtum. Und weil wir schon mal dabei sind. Panther wird bald das Skalpell ansetzen, wenn Sie Ihre Hormone nicht zügeln können. Hören Sie... Ich gebe Ihnen einen Rat. Reißen Sie sich am Riemen. Die Grenzwäldler können nämlich Angeber überhaupt nicht ausstehen. Darüber reden wir noch, Freundchen. Sind Ihnen die Auswirkungen klar? Ihre Dummheit hat uns viel gekostet. Es tut mir sehr leid, Sir. Wir brauchen jeden Piloten, deshalb streiche ich Sie nicht von der Flugliste. Sie fliegen nur noch unter Aufsicht. Für den Rest des Jahrzehnts. Aha, also steckt der Maniac dahinter. Und wegen Maniac jetzt den armen Cat Scratch da... draufgehen lassen, ja, da hätte ich mich jetzt auch nicht gut gefühlt damit, also ganz ehrlich. Hier gibt es also keine Szene mit Sosa, die sich da dann die Augen aus dem Kopf heult. Hey, gute Neuigkeiten, Junge. Okay. Sehr schön. Die kann das ich ist brauchen. Das mit Pliers. Ihre Kilrathi-Freunde halfen mir bei der Tarnvorrichtung. Funktioniert sie? Ja, sie haben mir gezeigt, wie man mehr Saft aus dem Kristall rausholt. Das Problem ist, dass ich nur noch einen Kristall habe. Mit einem Flügelmann wird's also nichts. Neben jemanden zu fliegen, der nicht getarnt ist, ist wohl ziemlich sinnlos. Ja, das ist es. Der Kristall wird früher oder später verbraucht sein. Hoffentlich später. Wir sollten uns die Minen unter den Nagel reißen, aus denen das Zeug kommt. Dummerweise liegen sie im konföderierten Gebiet. Eine Frage. Wollen Sie damit fliegen? Also Leute, ich würde mal sagen, auch da entscheide ich mich jetzt einfach dafür, das mal zu machen, ja. Machen Sie mich unsichtbar, Pliers. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Junge. Also ich korrigiere jetzt gerade mal meine vermeintlichen Fehlentscheidungen von den letzten Parts. Das hier ist dann die Unterhaltung mit Panther und Hawk. Puh. 46 Stunden. 46? Bei mir sind es nur 20. Was? Ohne Schlaf. Nein, ich spreche davon, wie lange Captain Eisen bereits weg ist. Er hat noch keine Nachricht geschickt. Leider nicht. Ich hoffe, er schafft's. Ja, das hoffe ich unseretwegen auch. Leider habe ich das Gefühl, dass die Daten nicht ausreichen. Das ist zu befürchten. Ich bin mir sicher, dass er die Sache durchboxen wird. Ja? Was, wenn er sich an die falschen Männer wendet? Was meinen Sie? Was wohl? Die Konföderierten sind viel mächtiger, als wir uns das im Entferntesten vorstellen können. Der verfluchte Seether und seine Helfer können auf unglaubliche Ressourcen zurückgreifen. Ja, Söldner, Piraten, Konföderiertenschiffe, unsere Schiffe. Auf diese Schiffe ohne Abzeichen. Ja. Und viele der Konföderierten bekommen den Missbrauch gar nicht mit. Und wir wehren uns und sind dann die Bösewichte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir uns so verhalten, dann können wir den Kriegsausbruch nicht verhindern. Die Ratsabstimmung ist in 5 Tagen. Und Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vorgeht. Na gut. Sagen Sie mir,
was wir unternehmen können. Wir sterben beim Versuch. Es gibt immer Hoffnung. Da würde ich mich jetzt wieder für "Es gibt immer Hoffnung" entscheiden. Es gibt immer Hoffnung. Wir können nur hoffen, dass Eisen seine Freunde überzeugen kann. Genau. Ich glaube, also das würde ich in seiner Situation jetzt auch sagen und machen. Und wir gehen in die nächste Einsatzbesprechung. Ich schaue mal nur auf die Uhr. Ja, ich würde sagen, ach komm, machen wir das doch. Oh, Sousa. Kommt rein. Kann. Lassen Sie hören. Ich übermittelte dem Admiral, was während der letzten Mission passiert ist. Er war ziemlich ungehalten, weil die Nachschubroute nicht unterbrochen wurde. Das ist natürlich nicht so gut. Auf diese Weise ist es schwierig, die Feinde zu besiegen. Auf Zirze 5 befindet sich eine unterirdische Kommandozentrale des Feindes. Der Admiral hat gemeint, wenn Sie wollen, können Sie mit Decker und seinen Männern einen Präzisionsangriff auf die Zentrale starten. Ich kenne die Pläne. Wenn Sie uns hinbringen, haben wir in ein paar Minuten eine Implosionsladung, die alles zerstört, angebracht. Aber sehr gut. Hinter den feindlichen Linien können wir kein Shuttle einsetzen. Wenn wir nur unsichtbar fliegen könnten. Wir könnten die Einschleusungskapseln benutzen. Der Admiral hat gesagt, eine andere Truppe könnte diese Mission auch ausführen. Deshalb überlässt er Ihnen die Entscheidung, wo die Intrepid am meisten gebraucht wird. Er will nur bald informiert werden, Sir. Nachschub unterbrechen. Schickt Decker rein. Also das war die eine Mission, die wir das letzte Mal abgeschlossen hatten und den Cat Scratch nicht gerettet haben. Das ist die Mission, wo wir das letzte Mal immer wieder draufgegangen sind. Ich würde sagen, also in dem Fall würde ich sagen, Nachschub unterbrechen. Nachschub unterbrechen. Also, ich fange nichts an, das ich nicht zu Ende führen kann. Bestimmt nützen wir der Offensive mehr, wenn wir die Nachschubroute unterbrechen. An die Arbeit. Genau, weil wenn der Admiral schon sagt, dass diese Mission jemand anderer auch machen kann, als wir mit Decker, dann würde ich sagen, ist doch das ganz klare Zeichen. Mit wem fliegen wir denn? Ach ja, ich fliege alleine, weil ich ja mich jetzt unsichtbar machen kann. Nehme ich mal an. Wollte ich hier nämlich niemanden. Nö, Anführer, nicht Games, ja, nö. Und was fliege ich? Okay. Attrappen 16. Ja, genau. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Schön, dass wir eine Benji fliegen. Sollten wir auf diesen einen Transporter stoßen, den wir da lebendig quasi lebendig einfangen müssen, dann wären es angeblich Leech-Raketen die richtigen. Ja, ich habe zwei von diesen Leeches dabei. Kann ich die nicht irgendwie jetzt umhängen? Bilderkenner. Die Konföderierten haben ganze Arsenale voll. Es dauert, bis der Erfassungsmechanismus sich eingeschaltet hat. Nächstes Schiff. Aber bei der Zielverfolgung sind sie sehr genau. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ich das umkonfigurieren kann. Das da? Klick, klick. Ich habe das noch nie gemacht hier, deswegen weiß ich das jetzt gar nicht. Ich lasse es einfach so, weil dieses Ding eben zwei Leeches schon hat. Und dann würde ich sagen, starten wir die Mission. Da wir die erste Gelegenheit verpasst haben, findet auf der Hauptversorgungsroute des Feindes nach wie vor reger Verkehr statt. Fliegen Sie den Wegpunkt an und zerstören Sie jedes feindliche Schiff. Und dieses Mal bin ich wohl allein. Die Tarnung ist auch bereit. Sie können abheben, Junge. Thank you.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich tarnen möchte. Hallo Hellcat. Sind das alles Hellcat? Nee, das sind alles Transporter. So, aber ich bin alleine. Wow, ist die Banshee im Vergleich zur Vindicator schnell. Okay. Hallo Hellcat. Ich schau mal, wie weit ich komme ohne Tarnung. Ah, den habe ich nicht ganz erledigt. Oder doch, keine Ahnung. Oh doch, den habe ich doch erledigt. Feuern die Benji. Haha, sehr schön. Das wär's. Ah, Autopilot nicht gestattet. Colonel, ah. Ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Wir schicken Decker und seine Männer zu Ihnen. Ach ja, die Daten auf dem Kürze enthalten konföderierte Freund-Feind-Codes. Soll ich sie Ihnen jetzt zusenden, Sir? Jawohl. Schicken Sie die Freund-Feind-Codes. So. Ich das jetzt sehe, brauche ich das, die Tarnung erstmal gar nicht. Da sind diese Dragons, die lassen wir mal rankommen. Hallo Dragons. Und um die kümmern wir uns dann mal. So. Ich fliege irgendwie komisch für meinen Freund. Der Banshee ist mir wirklich flink unterwegs, das ist der Wahnsinn. Jawohl. So, und jetzt probiere ich das mal aus mit diesen Leech-Raketen. Ah, falsch. Wow, ich habe aus Versehen meine Kanonen abgefeuert statt die Leech-Raketen.
So. Jetzt hoffe ich mal, dass diese zwei Stück da reichen. Tatsächlich. Tatsächlich. Jetzt ist dieser Transporter nämlich grau geworden. Und da ist der Decker. Und der... Was ist der Status? Hey, ich bin Quietschfidel, Boss. Klingt gut. Ich kann dir jetzt wohl nicht sagen, dass du dahin musst. Das weißt du hoffentlich schon. Ja, tatsächlich. Also, das ist ganz witzig. In der vorherigen Mission hatte ich ja die Vindicator, also bei meinen letzten Entscheidungen. Und der hat gar keine Leech-Raketen an Bord, weil ja diese ganzen BEKs an Bord sind. Das heißt, da hätte ich das gar nicht machen können. Also das ist ein bisschen komisch von der Spielführung her. Deswegen bin ich froh, dass ich es jetzt so rumgespielt habe. Also mit Cat-Scratch-Rettung und dann doch die Mission mit den Transportern, mit den Nachschubwegen. Und jetzt bin ich schon gespannt, was da denn hier so Gefährliches an Bord dieses Transporters ist. Wir sind drin. Halten Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Was war denn gerade das für ein Geräusch? Wieder ein Dragon. Ich halte ihn dir vom Leib. Hallo, Dragon. Ah, einen habe ich. So, du. Ein Kumpel kann dir jetzt keine Rückendeckung mehr geben. Du bist doch jetzt bloß unsichtbar. Ja, ich höre dich. Aber dir geht's nicht mehr so gut, ich weiß schon. Ja, ja. Alles unter Kontrolle. Sieht aus, als hätten wir was ganz Besonderes erwischt, Boss. Oh. Mission abgeschlossen. Ah, jetzt bin ich aber gespannt, was sie da Besonderes erwischt haben. Ich hoffe doch, dass das jetzt mitkommt, weil... Intrepid. Ich bin zum Landeerlaubnis. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Wir schicken Piloten, sie holen alles aus dem Großkampfschiff. Sie können landen. Ach, das war gar kein Transporter, das war ein Großkampfschiff. Aha. Ja, also das mit den Leech-Raketen hat gestimmt. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also bin ich wirklich gespannt, was da alles rauskommt. Oh, Pliers. Was zum Teufel ist das? Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh. Es ist nicht hochgegangen. Muss einen separaten Zünder. Okay, der hat auch eine besondere Art, an die Dinge ranzugehen. Tja, Leute, der Part ist schon recht lange geworden wieder. Nachdem ich ja meine Entscheidungen revidiert habe. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Part und sehen uns dann an, was wir in der nächsten Folge alles über diese geheimnisvolle Beute, die wir da gattert haben, herausfinden können. Also, bis dahin. Ciao.